Jesus Christus ist nur der Sohn Gottes und deshalb ist er nicht Gott selbst, sondern nur ein Mensch, sagen viele Leute, insbesondere Moslems. Und das ist ein fataler Irrtum, weil die Leute die wahre biblische Bedeutung des Begriffes Sohn Gottes nicht verstehen. Gemäß der Bibel ist es genau umgekehrt. Gerade weil Jesus Christus der Sohn Gottes ist, genau deshalb ist er Gott selbst. Warum ist das so? Der Begriff Sohn Gottes ist eben nicht ein Begriff der biologischen Abstammung. Es ist kein Begriff der Verwandtschaftsbeziehung und auch kein Begriff der Rangordnung, sondern ein Hoheitstitel. Es gibt gemäß der Bibel keine engere Bindung als die Bindung, Beziehung zwischen Vater und Sohn. Es ist ein Begriff der maximalen Einheit und Vertrautheit zwischen Vater und Sohn. Der Vater und der Sohn haben das gleiche Wesen, es ist eine Wesenseinheit. Vater und Sohn haben den gleichen Willen, es ist eine Willenseinheit und sie haben die gleiche Würde. Der Sohn repräsentiert den Vater nach außen, deshalb kam Jesus Christus als Sohn Gottes in diese Welt. Der Sohn ist der Sachwalter des Vaters, der den Willen des Vaters ausführt und er ist auch der Rechtsnachfolger, er hat das Erbrecht. Es ist also ein Begriff der maximalen Einheit und Vertrautheit. Wer mit dem Sohn zu tun hat, hat auch gleichzeitig mit dem Vater zu tun. Deshalb konnte Christus sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er konnte sagen, ich und der Vater sind eins, also eine Einheit. Also gerade weil Jesus Christus der Sohn Gottes ist, genau deshalb ist er Gott selbst.